Herzlich willkommen, auch meine Stimme, zu Wachtbleiben mit John Silke und Tino im Sommer. Heute zu der Sendung oder zu dem Thema Wertschätzung. Großes Thema. Entschuldigung. Ja, hallo alle Zuhörer auch von mir. Wertschätzung. Wir haben ja das letzte Mal auch einfach ein Wort genommen und haben das mal analysiert und haben einfach mal reingespürt, was das eine oder das andere für den jeweiligen bedeutet. Und das machen wir heute auch mit dem Wort Wertschätzung. Was heißt denn Wertschätzung? Und wir haben jetzt darüber ausgetauscht, schon im Vorfeld ein bisschen. Natürlich, was so für uns präsent ist. Und bei mir war die letzten Tage oftmals das Thema Wertschätzung relevant, da es ganz unterschiedliche Formen hat. Es gibt Menschen, die tun viele Dinge einfach, um Wertschätzung zu erhalten. Und meine Prognose ist, dass man davor eine Erwartungshaltung hat. Also wenn ich Wertschätzung erhalten will, habe ich eine Erwartungshaltung dem Gegenüber oder dem Thema gegenüber und daran hängen Parameter. Also wann erhalte ich Wertschätzung? Ich werde fünfmal benannt in einem Artikel in der Zeitung oder ich bekomme wirtschaftlichen Ausgleich und das mehr als wie die anderen Beteiligten zum Beispiel. Also es hat ganz viele Facetten Wertschätzung. Wertschätzung kann aus meiner Sicht, die Grundlage ist natürlich immer im Kontext zu sehen, wenn ich jetzt in einem Beruf arbeite oder für einen Kunden oder einen Klienten etwas tue, gibt es da natürlich eine wirtschaftliche Wertschätzung in der Regel, die in Geld gemessen wird oder in Währung. Aber für einen Menschen an sich ist aus meiner Sicht wahrscheinlich die höchste Wertschätzung zu sein, wie ich bin, in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, ohne dort von außen Erwartungen erfüllen zu müssen. Und in dem Sinne, wenn ich so bin, wie ich bin, dann muss ich nichts werten, um wertgeschätzt zu werden. Nach dem Ausspruch, wert du erstmal was, lern du erstmal etwas, damit du was bist. Nein, ich bin das, was ich bin. Und das tun alle anderen um mich herum wertschätzen. Die Frage wäre ja, wenn du jetzt keinen materiellen Ausgleich dafür bekommst, wirtschaftlich, also Geld, ne? Mhm. Ehrenamtliche Leute, die jetzt irgendetwas machen, weil sie es gerne tun, nicht weil sie es machen müssen, die bekommen ja auch in gewisser Form eine Wertschätzung. Verbal dann, von Mitstreitern, von den Leuten, die sie vielleicht betreuen oder das, was sie machen, freiwillige Feuerwehr zum Beispiel, ist ja nun mal freiwillig, ne? Aber das machst du ja, also du machst es ja nicht in erster Linie, nur weil du jetzt Anerkennung und Wertschätzung bekommen möchtest, oder? Du machst es ja auch, weil du die Dinge gerne tust, oder? Nee, am Ende geht es trotzdem darauf hinaus. Also sicherlich tut man Dinge, die man gerne tut und deswegen tut man sie. Na, wenn wir jetzt mal das Thema freiwillige Feuerwehr nehmen und schauen hin, wer findet sich denn da? Und da merkt man, wenn man die Einzelpersonen aus meiner Sicht befragen würde, oftmals das Thema, dass es um die Gruppendynamik geht, um das Zusammenhaltgefühl, ne, um das sich aufeinander verlassen zu können. Das sind Parameter. Ne? Und das ist das, was der Gegenüber dann sagt, okay, deswegen mache ich da mit. Mhm. Ehrenamt in einem karitativen Verein zu sein, also im Austausch mit Menschen zu sein, dort anderen Menschen zu helfen zu können, dadurch ein Danke vielleicht als Wort zu bekommen, aber auch zu sehen, dass Freude beim Gegenüber entsteht. Das ist dann die Wertschätzung, die der Einzelne für sich trotzdem definiert. Oftmals daraus, das ist meine Erkenntnis zumindest, weil es im eigenen Umfeld oder im anderen Leben, was darum noch sonst so ist, eben nicht vorhanden ist. Obwohl ich, also wenn wir jetzt nochmal auf die ehrenamtliche Arbeit zurückgehen. Es gibt ja Menschen, die im Hospiz arbeiten, ne? Mit Demenzkranken zum Beispiel. Das heißt, du wirst von den Demenzkranken nicht unbedingt ein Wort entgegengebracht bekommen oder eine freundliche Geste, aber vielleicht löst sich bei dem Gegenüber was, dass die auf einmal viel klarer schauen oder dass da Tränen laufen oder so. Und das, also so nehme ich das wahr, entwickelt ja in dem, der es tut, also der die Leute betreut, vielleicht ein Gefühl von Dankbarkeit. Und darüber hinaus, auch wenn der Gegenüber das nicht ausdrücken kann, weißt du, was ich meine? Dann entsteht ja auch eine Wertschätzung dafür, dass du, also du hast etwas bewegt. Genau, das ist der Parameter dann. Also kriege ich dafür Dankbarkeit, egal über welchen Kanal.
Na, über Emotionalität, über Vertrauen. Oftmals ist Dankbarkeit mit Vertrauen verknüpft. Ne? Mhm. Es wird mir Vertrauen entgegengebracht. Und das ist die Wertschätzung, die oftmals eine große Rolle spielt. Meiner Wahrnehmung heraus. Und wenn ich jetzt mal, wenn jetzt über unterschiedliche Facetten jetzt die letzten Tage, ich wurde zu einer Veranstaltung eingeladen, wo ich aus meiner Sicht wirklich reiner Gast im Hintergrund gewesen wäre und wurde dort aber empfangen, wie als wenn ich der zweite Mann auf der Bühne bin. Mhm. Und war da total unvorbereitet, habe mich zwar natürlich gefreut, aber da ist mir Wertschätzung gegenübergebracht worden und ich hatte keine Erwartungshaltung. Sondern ich habe Wertschätzung erhalten für das, was ich bin, so wie ich mit denjenigen umgegangen bin, in welchem Konglomerat ich mit denjenigen bin. Da ist mir Wertschätzung gebracht worden. Und auf der anderen Seite war ich vor einem Tag auf einer Veranstaltung geladen, explizit genau schriftlich eingeladen, per Telefon eingeladen und komme hin und fühle mich wie das dritte Rad am Wagen. Überflüssig. Und wo man sich dann fragt, ja warte mal, aber man hat doch gewollt, dass ich dabei bin. Man wollte mich als Mensch dabei haben. Ihnen war das wichtig. Und jetzt bin ich da und jetzt... Im Gegenteil, jetzt muss ich mich fragen, ob diejenigen jetzt nicht mich in dem Moment eigentlich sogar abwerten, wie sie mit mir gerade umgehen. Und die Frage ist, lasse ich mir das gefallen? Spiele ich das Spiel mit? Oder sage ich, okay, ist in Ordnung, es ist kein Muss? Aber dann bin ich auch wieder raus aus dem Konglomerat. Das ist mir ergangen, deswegen ist das Thema gerade für mich so präsent. Das Wort hat ja zwei Wörter, ne? Wertschätzung. Den Wert und den Schatz. Oder wird man geschätzt? Auf seinen Wert. Das ist mal die Frage. Wird der Wert geschätzt? Wenn man jetzt nur das reine Wort nimmt, was so mitschwingt? Ich denke, wir als auch. Mhm. Also es kommt natürlich immer auf das Konglomerat und auf die Themen, um die es geht. Ne? Also werde ich zum Beispiel geladen, bleib mal bei dem Thema, ne? Ich werde zu einer Veranstaltung geladen, weil der mich einlädt oder die Veranstaltung macht, der Meinung ist, schätzungsweise, dass ich für die Veranstaltung ein Mehrwert bin. Mhm. Nicht, weil ich bin, sondern weil sie sich dadurch begeistertes Publikum, Gäste, weil sie jemanden haben, der vielleicht das ein oder andere anders spricht, singt, was auch immer das Thema sein mag, ne? Und dadurch die ganze Veranstaltung aufwertet. Es wird geschätzt, dass das ein Mehrwert ist, wenn ich dort bin. Oder es ist so, dass ich geladen werde, weil man mich hochschätzt und dem Menschen in dem Moment die Möglichkeit geben möchte, sich selbst in eine Gruppe einzubinden, ein schönes Essen zu haben, eine nette Gesellschaft. Ja, das denke ich ist auch eher noch. Also, dass man jemanden einlädt, weil man denjenigen oder diejenige gerne in seiner Umgebung hat. Also, weil man mit irgendwas von der Person in Resonanz geht. Also, wenn ich jemanden wertschätze, habe ich ja auch ein Gefühl in mir drin für diese Sache, für die Person. Ne, ich gehe ja mit etwas in Resonanz. Also die Frage ist, ist es auf der Person, also auf der Mensch-Ebene und die Persönlichkeit oder geht es um das zum Beispiel auf das berufliche Thema, was er bespielt? Oder ist er zum Beispiel Politiker, der überall mit eingeladen wird, weil er ja ein bekannter Politiker ist und man eigentlich genau genommen eigentlich sich mit ihm schmücken möchte und die Veranstaltung damit zum Beispiel aufwertet? Es geht ja nicht um ihn als Menschen. Es geht einfach nur um den Kontext, den er mitbringt. Oder dass man dann im Nachgang vielleicht in der Presse schreibt, ach, der Herr Bürgermeister oder der Herr Landrat oder der Herr Ministerpräsident war auch da. Wo ich sage, na, eigentlich mag ich den nicht, aber das ist, wenn das einer liest, das ist eine wichtige Veranstaltung. Mhm. Also das kommt schon darauf an, was ist die Zielsetzung. Ja, aber da hebt die... Da wird dieser Wert von der Veranstaltung vielleicht angehoben, aber eine Wertschätzung für die Person würde ich da drin nicht sehen. Nein, im Moment nicht für den Menschen oder die Person, sondern mehr für das Amt, was er begleitet. Und ob es da nicht eine Berechnung eher ist, statt eine Wertschätzung? Genau, das ne? zu bemerken, also, für den Menschen, egal ob es der Ministerpräsident ist oder nicht, sind alle Menschen in der Regel. Der eine mehr, der andere weniger? Das ist halt, bin ich mir dessen bewusst? Oder wird hier eigentlich
ein Stück weit ein Schauspiel von mir abverlangt, was ich nicht bin, aber ich spiele eine Rolle. Ja, wenn wir jetzt nochmal zu dem Beispiel zurückgehen, wo du sagst, du warst bei einer Veranstaltung, wo du dich überflüssig gefühlt hast, ne? Mhm. Du wurdest geladen, ist das jetzt, ist ja dann auch die Frage, ist dir das wichtig, dass dich da jemand wahrnimmt oder hättest du auch hinfahren können und sagen können, okay, dann bin ich jetzt halt einfach da, ob die mich wahrnehmen oder nicht, sind viele Leute im Raum, hätte ja auch so sein können. Ja, ohne da zu stark ins Detail zu gehen, sagen wir mal so, wenn man zu einer teilöffentlichen Veranstaltung geladen ist, wo locker 50, ja, vielleicht 70 Leute dort beieinander sind und man dafür voraussichtlich einer derjenigen ist, der von weit weg kommt, also relativ weit, der 2-3 Stunden Anreise hat, der an sich jetzt nicht täglich in dem Kontext unterwegs ist, der zwar einen guten Kontakt dorthin hat, weil das mal Klienten zum Beispiel waren oder weil man mit den Schulungen besucht hat oder Weiterbildung gemacht hat und wird dazu geladen und man sagt, okay, es entsteht eine Wertschätzung gegenüber, aber ich habe ja einen Aufwand. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt da, einfach weil ich da bin, sondern ich nehme mir die Zeit. Ich investiere auch materielle Dinge, alleine wenn ich mal die Bahn, das Bahnticket nehme oder einen Sprit fürs Auto. Also es hat einen Sinn. Mhm. Ne? Und fahre dorthin. Und dann ist man da und merkt, man ist mit Sicherheit, das wusste man vorher, nicht ein Teil des Ganzen, weil die anderen Personen, die noch da sind, man die meisten nicht kennt. Aber die anderen sich alle untereinander kennen, weil die aus dem Kontaktkreis sind. Ja, also da geht man schon von aus, okay, es hat ja lag ja Wunsch dabei, wieso ich dabei bin. Also man wollte mich ins Gespräch bringen oder man wollte sich auf mich berufen oder man wollte die Veranstaltung mit Inhalt, was ich im Petto habe, vielleicht füllen. Ja? Mhm. Und wenn das dann nicht stattfindet, fragt man sich dann schon, okay, wieso bin ich jetzt eigentlich hierher gefahren? Jetzt könnte ich mich einspielen in die Gesellschaft, aber merke, die Gesellschaft, die da ist, nimmt mich gar nicht, also die hat da gar keinen Bezug zu. Mhm. Ja, und der Gastgeber an sich tut mich in dem Sinne auch nicht einführen, sagt, das ist der Herr XY und das, ne, wer Interesse hat oder wie auch immer, oder guck mal, das wäre ein interessanter Gesprächspartner in der Gastfreundlichkeit, sondern sagt, okay, ich bin halt da. Mhm. Gut. John. Ich bin auch da. John ist hier der stille Zuhörer heute. Ich denke immer noch über die ersten zwei Sätze nach. Seid so schnell heute. Reden wir schneller als sonst? Weiß ich nicht. Vielleicht auch nur gefühlt. Nee, weil Tino vorhin sagte, ne? Wertschätzung, also der eine Parameter, die Erwartung, beziehungsweise ob ich Wertschätzung einfach nur dafür bekomme, was ich bin, nicht das, was ich nach irgendeiner Erwartung, wie ich eine Erwartung erfülle. Die Erwartung kann zum Beispiel auch nur sein, dass das die Gegenüber oder der Gegenüber, der dich, kann ja auch im Zivilgespräch sein, die Erwartung, dass du so bist, wie du bist, ist auch eine Erwartung. Also, dass du rein so agierst, wie dir es gerade intuitiv stimmig ist, dir einfällt. Auch das kann eine Erwartungshaltung sein. Aber die fordert dir nichts ab. Dafür musst du kein Programm im Hirn aufmachen, wie war da das Thema oder die gute Erziehung oder wie gehört sich das. Sondern ich bin da und das allein. Ich nehme mal als Beispiel Geburtstag auch. Ne? Ich bin da ein relativ großer Feind davon, große Geschenke zu machen. Weil aus meiner Sicht das Geschenk an diesem Tag ist meine Anwesenheit. Die Zeit, die ich mir für die Gemeinschaft nehme, das muss ich jetzt nicht, das kann man in einem Blümchen mit ausdrücken, das ist richtig, aber es geht nicht darum, ein großes Geschenk mitzubringen. Nee, darum geht's nicht. Aber es kann ja, also das liegt ja wieder im Auge des Betrachters. Also ich bin zum Beispiel jemand, der gerne schenkt und ich freue mich zum Beispiel daran, wenn der Gegenüber sich freut. Nicht, weil ich jetzt irgendwie ein besonderes Geschenk gemacht habe. Das kann ja auch eine selbstgemachte Marmelade oder was ganz Banales sein. Ne? Mhm. Aber wenn du dir für denjenigen gegenüber einen Gedanken gemacht hast, weil der heute einen besonderen Tag hat und du hast etwas mitgebracht und es findet auch Anklang. Also ich habe nicht irgendwas jetzt gekauft oder so, sondern ne? Dann macht mich das auch glücklich. Also uns kann ja Leute geben, die sagen, oh, ich habe keine Ideen und ich bin da auch kein Typ dafür. Also
Mein Mann tut sich mit solchen Dingen zum Beispiel schwer, dann ist das natürlich keine Freude für den, da was auszusuchen oder so, ne? Also machen wir mal ehrlich, also ich kenne sehr insofern die meisten, die dann sagen, ich brauche nur ein Geschenk oder was bringen wir jetzt mit? Und dann, du musst doch was mitbringen, du kannst nicht mit leeren Händen kommen, wo ich immer sage, ich komme nicht mit leeren Händen, ich bringe Zeit mit, ich bringe Lebenszeit mit, ich bringe mich mit. Mhm. Und wenn man mich eingeladen hat, damit ich eine gute Flasche Wein mitbringe, dann hätte man die auch schicken können, da hätte ich nicht kommen müssen. Mhm. Also dann kann man mir auch schreiben, ich hätte von dir gerne eine schöne Flasche Wein, das ist für mich Wertschätzung. Du musst nicht mit erscheinen. Also ich bin bei dir, Silke, ja, aber nur, wenn es aus dir selbst herauskommt. Wenn du sagst, ey, ich habe da Freude dran, ich bringe gerne ein Präsent, ich mache mir Gedanken über den anderen und mache das gern insofern, dass ich ihn eine Freude machen kann. Also ich freue mich auch, sag ich mal, auch über Geschenke. Wenn jemand zu mir kommt und mir von Herzen etwas schenkt, weil er der Meinung ist, das möchte er gerne so, da hat sich da Gedanken gemacht, freue ich mich total drüber. Ne? Das andere sind diese sozialen Zwänge. Das haben wir irgendwann mal so gelernt. Und wenn man eingeladen wird, lädt man wieder ein. Und wenn man ein Geschenk mitbringt oder gebracht kriegt, bringt man auch ein Geschenk mit und so weiter. Das sind alles so soziale Komponenten. Und das mal zu überprüfen und zu hinterfragen, ist das noch wichtig bei erwachsenen Menschen? Muss ich das heute noch so machen? Bei Kindern okay. Wenn Dreijährige Geburtstag feiern und dann kriegt das eine Kind halt von 5 Kindern, die eingeladen sind, nichts, ist wahrscheinlich blöd. Also ja, würde ich jetzt sagen, wenn das so üblich ist, ne? Aber wenn man ein erwachsener Mensch ist, der sich Dinge kaufen kann, der sich vielleicht auch eine gute Flasche Wein kaufen kann, dann hat das wieder einen anderen Stellenwert. Und dann fragt man sich vielleicht wirklich, was ist dir jetzt wichtig, dass ich komme oder dass die gute Flasche Wein auf dem Tisch steht? Gute Flasche Wein schon. Haben wir hier nicht da, falls irgendjemand das denkt. Ach, das ist jetzt die Überleitung zur Musik, oder? Ja, dann machen wir mal eine Flasche Wein auf. So, also ihr merkt schon, unsere Flasche Wein, die war ganz entspannt. Das war der Kurmelcher vom Hubert von Geusern. Wir haben die Flasche nicht ganz geschafft. Ja. Nein. Kleiner Schluck ist noch drin. Es ist ja auch noch früh am Abend. Und wir hatten das Thema gerade mit Geschenken und Einladungen. Und aus meiner Sicht ist es halt auch so, dass wenn ich jemanden einlade, zum Beispiel zu meinem Geburtstag, dann geht es mir darum, mit dem Menschen Zeit zu verbringen. Es geht mir nicht darum, ob er ein großes, ein kleines, ein wichtiges, ein individuelles Geschenk mitbringt. Wenn ich eine Geburtstagsparty mache und schreibe in die Einladung rein, Mensch, es wäre schön, wenn du was fürs Buffet mitbringst, dann habe ich nicht so viel zeitlichen Aufwand. Ich kann mehr mich um meine Gäste auch kümmern, um dich als Einzelperson und für alle ist gesorgt. Dann hat das wenig Bezug auf mich, sondern geht es darum, den Abend oder den Tag miteinander auch gut zu gestalten. Aber die Wertschätzung ist, ich möchte dich gern bei mir haben und der andere gibt mir die Wertschätzung, ich nehme mir die Zeit, mit dir Zeit zu verbringen. Und wir hatten gerade auch das Thema angeschwungen Arbeit. Wertschätzung ist nicht... Das mit der Flasche Wein war ein Witz, ne? Nicht, dass hier jemand denkt, wir saufen im Studio. Ich glaube, das haben die Leute schon verstanden. Schon. Vielleicht könnten wir aber. Ja, und das wäre dann die Wertschätzung an uns selber. Das wäre doch auch mal was. Entschuldigung. Und jetzt, wir hatten jetzt gerade die Frage, ist zum Beispiel im Berufsleben das Gehalt oder den Lohn, den ich am Monatsende als Angestellter zum Beispiel bekomme, ist das Wertschätzung? Aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht ist es der Ausgleich, der wirtschaftliche Ausgleich für Lebenszeit, die ich zur Verfügung stelle, um Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun würde, wenn ich nicht dazu materiellen Ausgleich bekomme. Das hat noch nichts mit Wertschätzung zu tun. Das wird auf meiner Sicht auch in der Unternehmerwelt falsch definiert. Ne? Nicht, weil der 2 Euro mehr kriegt, hat er eine höhere Wertschätzung. Sondern wie gehe ich mit demjenigen um? Es kann sein, dass der Geschäftsführer oder der Abteilungsleiter zwar mehr Geld bekommt, aber viel weniger Wertschätzung von der Geschäftsführung zum Beispiel. Hm. Er muss sich viel mehr Repressalien aussetzen, weil er zwischen den Mitarbeitern und Geschäftsführung steht. Das heißt, er bekommt von unten her, weil er Abteilungsleiter ist, weniger Wertschätzung, weil die Leute sagen, ja, er gibt die Arbeit vor. Und von oben her kriegt er keine Wertschätzung und sagt, na, seh mal zu, dass die Mitarbeiter das schneller erledigen. Und er sitzt dazwischen und nur weil er mehr Lohn kriegt, ist das keine Wertschätzung. Wertschätzung kann sein ein persönliches Gespräch. Wertschätzung kann sein, dass früh der Geschäftsführer oder der Chef oder der Abteilungsleiter, wenn er früh in die Firma kommt, jeden persönlich begrüßt und fragt,
bei dir heute alles in Ordnung? Brauchst du heute irgendwas anderes als wie sonst? Das kann Wertschätzung sein, weil das ist auf menschlicher Ebene, das ist auf Augenhöhe. Da können wir uns jetzt mal fragen, bei wem ist das so? Wer wird persönlich vom Chef begrüßt? Und, Also ich mache das jeden Früh im Spiegel. Gut. Ich bin mein eigener Chef. Ja, ich bin auch mein eigener Chef. Aber es ist, wenn man mit anderen nochmal zusammenarbeitet, wie gehen auch die Kollegen mit einem um? Ne? Also geht man einfach rein und geht an seinen Arbeitsplatz oder haben die ein freundliches Guten Morgen übrig oder gucken die weg, wenn man reinkommt? Oder? Ich hatte meinen Chef, der kam immer auf die Baustelle und fragte, wie ist denn die Stimmung? Dich oder allgemein? Ja, ich war da im Prinzip Vorarbeiter, wenn man so will. Hm. Und der hat einfach nur gefragt, wie ist denn die Stimmung? Der hat nicht gefragt, wie weit seid ihr oder was habt ihr schon geschafft oder nicht geschafft oder sonst irgendwas. Der hat immer nur gefragt, wie ist die Stimmung? Wie lief es auf der Baustelle? Oder auf den Baustellen, wo der Chef war? Naja, dadurch, dass das für ihn natürlich wichtig war, hat er natürlich auch die notwendigen Dinge getan oder beziehungsweise unterlassen, damit eben dort auch eine gute Stimmung war. Ja, also er hat ja natürlich nicht das Interesse und wenn er dann gemerkt hat, aha, dort und dort sind Ursachen, dass die Stimmung schlecht ist, dann eben zu gucken, da dort eben auch anzusetzen. Weil klar war, wenn eine gute Stimmung ist, dann arbeiten die Leute freiwillig mehr, als sie müssen, weil sie einfach, ja, der Topf überläuft vor lauter guter Stimmung und die Arbeit sozusagen so nebenbei mitgemacht wird. Beziehungsweise andersrum gesagt, wenn die Stimmung eben nicht gut ist, dann haut die Kommunikation nicht hin, dann gibt es keine guten Absprachen, dann jetzt kann man sich fragen, okay, was sind die Parameter für eine gute Stimmung? Na, auf jeden Fall Kommunikation. Also das ist ja in allen Lebenslagen, also wenn man so will, geht es ja auch immer um Kommunikation. Verbal wie nonverbal. Und wenn das nicht stimmt, wenn da keine Kommunikation da ist, wäre jetzt so ein Gedanke von mir. Und die Frage, ne, welchen Raum nimmt Kommunikation ein, im so prozentual, ne? So jetzt, wenn ich jetzt mal die reine Arbeitszeit betrachte, welche Priorität hat das? Na, diese Abstimmung, dieses immer sich immer wieder untereinander sozusagen abzustimmen, abzudaten, immer wieder, ne, sich gegenseitig da abzuholen, wo man ist. Ja, wie gesagt, es muss ja nicht immer verbal sein. Und es muss auch nicht lang sein, ne? Die Erfahrung zeigt, dass das sogar immer schneller geht, wenn man dafür Raum sich nimmt und Zeit nimmt. Und ich denke auch, dass es manchmal sogar sinnvoller ist, nochmal in eine Kommunikation zu gehen, wie auch immer die dann aussehen mag. Weil ich das immer so höre aus der Arbeitswelt jetzt, ich sag mal auf dem Bau oder so, ich bin ja nicht auf dem Bau, dass dann Leute nochmal quatschen und eigentlich müssten wir doch hier machen und vorwärts kommen oder so, aber wenn ich mich nochmal abspreche und abstimme, vermeide ich vielleicht dann auch Fehler oder natürlich Dinge, die mir sonst passiert werden. Ne? Wären. Ja, du machst gewisse Dinge eben dann vielleicht nicht, die überflüssig gewesen wären, oder du machst eben auch gewisse Sachen unter Umständen auch nicht doppelt oder kriegst auf einmal noch eine Information, die du gebraucht hast, um gewisse Sachen noch effektiver zu machen oder was auch, ist ja völlig sehr vielfältig das Feld. Aber du nimmst immer wieder sozusagen die Verbindung auf über die Kommunikation zu den Menschen. Und ist ja vielleicht auch eine Art Wertschätzung. Wenn ich mit dir ein Projekt beginne, angenommen, und wir zusammenarbeiten und uns abgleichen und ich zu gewissen Dingen, ich könnte jetzt einfach machen, gell, weil ich denke, das geht jetzt so, aber weiß, John hat da mehr Ahnung und Erfahrung und ich frage dich jetzt noch einmal nach, wie ich es jetzt am besten machen könnte. Das ist ein gutes Ergebnis. Ja, einfach, ne? Indem man sich austauscht, jetzt sind wir wieder bei der letzten Sendung, gibt eine unterschiedliche Wahrnehmung. Also am Anfang, ich sehe das immer, da gibt es ja diesen schönen Elementenkreis, ne? Fängt mit dem Feuer, fängt es an. Feuer ist die Motivation. Ich will irgendwas machen. Oder wir wollen irgendwas machen. So. Und dann geht es darum, sich auszutauschen. Ne?
Ach, du willst das Gleiche. Und wie kommen wir denn dahin? Wie denkst du denn, dass wir dahin kommen? Mhm. Was denkst du denn, was dein Part ist, um dorthin zu kommen? Was denkst du denn, was mein Part ist, um dorthin zu kommen? Das verändert sich ja. Das verändert sich ja. Und das, so jetzt weiß ich nicht, das ist wieder fast ein neues Thema, aber hängt für mich unmittelbar damit zusammen. Wir bewegen uns scheinbar in Systemen, die völlig statisch sind. Und das Leben ist nicht statisch, das Leben ist dynamisch. Und manchmal frage ich mich, warum wir uns immerzu wieder Dinge aktualisieren und immer wieder Dinge verfestigen, die statisch sind, in denen wir uns bewegen. Weil das Leben ist dynamisch und das Leben bewegt sich weiter. Und deswegen reibt das Leben nach einer gewissen Zeit in einer gewissen Intensität immer an unserer statischen Vorstellung, die wir von irgendetwas haben. Und wenn es etwas ist, was wir von einem anderen erwarten oder sonst, ist ja völlig egal was. Wo wir dann in der Kommunikation auf einmal wieder feststellen, auch die Wahrnehmung hat sich bewegt. Nicht nur meine Wahrnehmung hat sich bewegt, sondern auch die Wahrnehmung des anderen hat sich bewegt. Damit, wenn wir wieder auf das Thema Wertschätzung kommen, wird ja die Wertschätzung dann auch wieder eine andere. Ne? Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel, der Chef gibt jede Woche eine Pizza aus als Wertschätzung für seine Mitarbeiter und dann ist das irgendwann so Normalität, es ist dann statisch geworden. Ne? Also dann erwartet man, dass das jede Woche so passiert. Genau. Ne? Dann die Routine, der dauerhafte genau. gleiche Ablauf, schwingt dann und dort rein. Dass jetzt das stelle ich die Frage. Oh, jetzt. Okay, erstmal müsste man sich darüber einigen, ist man der Meinung, dass das Leben statisch oder dynamisch ist? Ja? Also wenn ich der Meinung bin, das Leben ist statisch, ja, dann kann ich das so machen, wie im Prinzip die meisten, die hier so irgendwie unterwegs sind, mit all den Problemchen, die sie haben. Wenn ich aber zu der Erkenntnis komme aufgrund der Wahrnehmung, dass die Welt und das Leben, dass das dynamisch ist, dann brauche ich auch eine dynamische Wertschätzung. Und die ist auch immer individuell. Die ist immer individuell. Auf jeden einzelnen Menschen fokussiert. Und das ist immer wieder bei dem Punkt, darf ich so sein, wie ich bin? Und ist der andere in der Lage, das auch so anzunehmen? Das ist schon die erste Wertschätzung. Schätze ich in dem anderen, dass er statisch ist? Oder schätze ich in dem anderen, dass er dynamisch ist? In einer Statigkeit ist es selten eine Wertschätzung zu erreichen, sondern nur eine Sicherheit. Es geht da, bei deinem statischen Thema geht es ja eigentlich um Sicherheit. Man kann sich verlassen auf das Thema, dass es immer so läuft. Es geht nur um Sicherheit, es geht nicht um Wertschätzung. Das heißt, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss und davon ausgeht, dass das sich einfach selbst wieder automatisiert und sich immer selbst wieder reproduziert und das völlig gleichförmig passiert. Ja. Das ist aber nicht natürlich und nicht menschlich. Und da steht wieder die Vorstellung dahinter, dass das Leben statisch organisierbar ist. Ja, deshalb kommst du ja irgendwann an den Punkt, wo es dich dann aufregt oder wo du dann merkst, hier muss mehr Bewegung rein. Also wo das Leben an die sich an diesem statischen System reibt. Genau, oder im Lebensprozess. Ob das in der Partnerschaft ist und mit Kindern oder Arbeit sei ja dahingestellt. Aber dass du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du dann merkst, hier entsteht jetzt viel Reibung, warum entsteht denn die da? Ne? Wenn das dynamisch ist und schwingt, ja, dann entsteht ja keine Reibung. Wo sollen die herkommen? Die entsteht nur genau in dem Moment, wo ich versuche, der Dynamik was Statisches entgegenzusetzen oder drüber überzuhelfen oder wie auch immer. Ja, und um ein bisschen Dynamik reinzubringen, machen wir noch einmal Musik. Zarte Musik, das Aquarium. Wie Fische im Wasser, ne? Beim Thema Wertschätzung der Sendung wach bleiben. Immer noch. Ja, wir hatten es gerade von Dynamik und Statik. Dynamische Wertschätzung. Dynamische Wertschätzung. Schönes Wort. Da schlafe ich nochmal drüber. Auch nicht jetzt. Nee. Wach bleiben. Ja. Also wenn wir den Ball nochmal spielen, gehen wir mal auf die Wertschätzung zu einem Geburtstag, wenn man nicht ein Geschenk mitbringe. Ne? Das ist eine statische Form, dass es Voraussetzung ist, dass ich ein Geschenk mitzubringen habe. Das ist für mich auch schon wieder die statische Form. Es ist die Voraussetzung, die mir abverlangt wird, wenn ich denn erscheinen mag. Da wird irgendeine Erwartung in die Zukunft projiziert. Genau. Und damit ist kein Raum mehr für die Dynamik.
da, beziehungsweise die Dynamik, die auch führt dann eventuell zu hochgezogenen Augenbrauen, ja, oder völligem Unverständnis, was sind das jetzt, oder das ist ja gar nicht so wie wie immer. Wie erwartet. Mhm. Mhm. Aber Wertschätzung entsteht nicht durch Erwartungshaltung und festen Regeln. Das ist ja die Krux, sind wieder beim Unternehmen, die Krux eines Personalers, die Mitarbeiter zu motivieren, zu lenken, zu leiten im positivsten Sinne, ohne statische Konstrukte darüber zu stülpen und sagen, das ist deine Wertschätzung, das ist das Geld oder das ist, weil wenn ich ein 13. Monatsgehalt in einem guten Angestelltenverhältnis kriege, wenn ich das zu einem Mitarbeiter reinkomme und sage, oh super, hatte ich vorher gar nicht, das ist aber toll, hier fühle ich mich wohl. Und was ist nach 3 Jahren? Dann ist das Standard, wenn das wegfällt, warum auch immer, das geht überhaupt nicht. Das ist doch, gehört doch dazu. Also es ist keine Wertschätzung mehr dabei, es ist einfach nur eine Routine, ein statisches Feld gewesen, was abgerufen wurde. Mhm. Eine Erwartung, die ich schon in die Zukunft projiziert habe. Mhm. Und dann, ich habe das Geld schon verplant. Ich habe das Geld eigentlich noch gar nicht erhalten, aber ich habe das schon verplant. Also es hat nichts mehr mit Wertschätzung zu tun für das, was ich tue oder wer ich bin im besten Fall, sondern einfach nur ein statisches Konstrukt. Warum lassen wir uns in diese statischen Modelle hinein pressen, manövrieren? Uns wird eingeredet, dass diese statischen Systeme, dass wir die zum Überleben brauchen, dass die Sicherheit bedeuten, dass die mehr Sicherheit. Ich glaube, darum geht's. Sicherheit vor der Dynamik. Die Dynamik, die unberechenbar und gefährlich und lebensbedrohlich und sonst was ist. Ja, davor muss ich mich schützen durch statische Systeme. Hm. Ja, wenn du stark in statischen Systemen lebst, in dem Sinne, hörst du auf deine Intuition zu hören, auf dein Selbst zu hören, dich selbst wahrzunehmen, weil das keine Rolle mehr spielt, weil du ja statische, vorgegebene Maßregeln hast, an die du dich zu halten hast. Das ist eine Pflicht und ein Abgeben der Verantwortung auf der anderen Seite. Punkt. Wollte gerade sagen, das ist in erster Linie ein Abgeben der Verantwortung. Ich habe ein Geschenk mitgebracht, ob das jetzt schön ist, ob dem Gegenüber das gefällt, oder ist egal, ich bin meiner Pflicht nachgekommen. Na, das ist das, was ich letztes Mal gekriegt habe, das schenke ich jetzt einfach weiter. Genau, oder bringst dem Vegetarier eine Knackwurst mit. Das geht dann auch. Kommt gut an. Kannst du ja weiter verschenken. Oder die anderen essen sie dann. Und die hält sich eine Weile. Ja. Aber echt, die Verantwortung abzugeben ist dann, also wie oft höre ich dann auch Leute, die dann sagen, naja, dafür ist der Staat verantwortlich oder da muss jetzt mal in der Politik was gemacht werden und dafür sind die zuständig. Also immer wieder abgeben, nie bei sich anfangen und zu sagen, naja, Moment mal, will ich das denn überhaupt mitmachen? Ja, wenn alle über Plastemüll und so weiter reden, aber mal als Beispiel, dann fange ich doch vielleicht an, erstmal gar nicht das zu vermeiden. Das ist doch schon mal das Erste, oder? Ich vermeide es und dadurch bin ich schon eigentlich direkt im Thema. Ja. Aber fandst du mit der Politik oder dem Staat als Beispiel? Ne? Ja. Wertschätzung, ich habe eine Erwartungshaltung an, das muss der Staat regeln. Und welche Wertschätzung tue ich jetzt dann als Bürger dem Staat gegenüberbringen? Das ist in der Regel sehr offenes Feld. Genau. Ich zahle ja Steuern. Dafür müssen die ja was machen. Das ist aber auch etwas, was nicht freiwillig passiert aus deiner Wertschätzung heraus, sondern was ja wieder schon nur ein statischer Rahmen ist, der dir vorgegeben wird. Genau. Also auch keine Wertschätzung. Da wäre das Ehrenamt eher das Thema. Ne? Derjenige, der ehrenamtlich etwas tut für die Gesellschaft als Ganzes, der gibt der Gesellschaft Wertschätzung. Das wäre ein Zugang dazu, aus meiner Sicht. Und dann sagen die Leute aber, ich muss ja die Steuern zahlen, ich kann mich ja da nicht einfach rausklinken, also müssen die auch was machen. Ne? Also wieder so in dieses Fahrwasser gehen. Weil ich das bezahlen muss, sind die verpflichtet, etwas zu tun. Aber ich kann ja auch außerhalb von dem irgendetwas machen. In meiner Verantwortung. Wenn ich gewohnt bin, aus mir selbst heraus zu agieren, das wieder beim Anfang, ist Wertschätzung in dem Sinne schon vom Gegenüber mir da, weil ich so bin, wie ich bin und das auch so leben darf. Ja, und wenn ich sage, ich mache das heute, morgen mache ich es nicht, ist das beides genau richtig. Und das ist die Wertschätzung, die erste, die mir schon entgegengebracht wird.
ohne mich daran zu messen. Aber gestern hast du aber. Mhm. Und warum denn heute nicht? Und wenn ich davon ausgehe, dass ich als Mensch ein dynamisches System bin, von mir aber erwartet wird, dass ich mich statisch verhalte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von irgendjemandem Wertschätzung bekomme, eigentlich relativ gering. Mhm. Weil ich ja immer sozusagen nicht der Erwartung entspreche. Mhm. Also die Frage, kann ich Menschen als dynamische Systeme wertschätzen, die nicht berechenbar, aber auch nicht bösartig sind? Die Frage ist nicht, ob du es kannst. Ob du es willst. Ob es dir bewusst wieder dazu dich entscheidest. Mhm. Können tust du das jederzeit. Also das Aktive, das Schwingende, das Bewegte ist permanent da. Das Statische wird vorgegeben und sind Banden oder Mauern, an denen man immer wieder anprallt. Ne? Also das ist nichts, wozu du dich einfach nur entscheidest, sondern wirst du reingegeben. Naja, es wird ja dir suggeriert sozusagen, dass man diese Regeln braucht, weil sonst Chaos herrschen würde. Mhm. Mhm. Ja. Aber du kannst dich ja aus deiner Verantwortung heraus frei entscheiden, in der Dynamik zu bleiben und ganz anders zu entscheiden in Situationen, wo andere schon wieder vorgegebene Muster haben. Ne? Wenn etwas nicht läuft, wenn irgendein Busfahrer ungehalten ist oder so, dass du dem freundlich begegnest oder dem irgendwie sagst, Mensch, hast du auch heute einen anstrengenden Tag oder ist die fünfte Fahrt oder was, kann ich verstehen, ist auch heute viel los und so. Ja, also dass man einfach aus der Kalten heraus völlig anders agiert und den Mensch dahinter wieder sieht. Also auf seine Art dann wertschätzt. Wenn ihr wisst, was ich meine, so als Beispiel. Ich war es auch nicht das beste Beispiel. Aber das stelle ich immer fest, wenn man Leuten eine Wertschätzung oder eine Offenheit entgegenbringt, Offenheit ist vielleicht ein gutes Wort, die das gar nicht erwarten. Also das ist nicht in ihrem Feld, in dem Ablauf im Moment. Ne? Das muss man nicht machen. Man muss nichts Freundliches sagen oder so. Ja. Und wenn man es dann einfach aus sich heraus macht, weil einem das gerade so ist, passieren plötzlich ganz andere Dinge. Da muss man manchmal gar nichts sagen. Da muss man oder nur so. ein freundliches Lächeln haben. Zum Beispiel, ja. Wie viele Menschen begegnen wir im täglichen Leben, am jeden Tag? Und wie oft lächelt da jemand einfach so? Und was für eine Resonanz trifft das? Das sind ganz kleine Dinge schon, die Türen öffnen. Mhm. Und das ist Wertschätzung. Wertschätzung kann auch sein, teilzunehmen an der Situation. Mensch, es ist heute ein stressiger Tag, es sind viele Fahrgäste gewesen, die fünfte Fahrt. Ne? Ich nehme teil an deinem Leben. Mhm. Und bringe in dem Moment erstmal dir Wertschätzung gegenüber, weil ich dich als Mensch sehe. Mhm. Nicht als der Busfahrer mit dem blauen Hemd, sondern als Mensch, der du bist. Wäre die Frage, bis zu welcher Größe von sozialen Systemen ist sowas überhaupt umsetzbar? Ja? Also kann ich in einer Firma mit 1000 Mitarbeitern jeden Tag oder das, was notwendig wäre, um eine wertschätzende Beziehung zu jedem Mitarbeiter zu haben, ist das vom zeitlichen Volumen überhaupt realisierbar? Ja, das hat ja wieder was mit Hierarchie zu tun. Also das heißt, du kannst das ja nur runterbrechen. Du kannst nicht 1000 Menschen wirklich kennen oder mit wirklich 1000 Menschen am Tag kommunizieren. Na, da gibt es ja Studien darüber, dass die Grenze ca. bei 150 liegt. Mhm. Weil sowas größer ist, da reißen die Beziehungsfäden einfach ab. Aber da hast du ja dann wieder in so einer Firma meistens ein hierarchisches System. Das heißt, du hast dann, was weiß ich, einen Abteilungsleiter und einen... Also, ist die Frage, ob die Hierarchie im Wesentlichen darin besteht, um Wertschätzung umzusetzen. Na, sicherlich nicht. Aber ich sage mal jetzt, man könnte. Könnte aber vielleicht. Im kleinen Rahmen. Ich kann das ja nur immer an meinen unmittelbaren Nachbarn in erster Linie weitergeben. Zuallererst. Und dann vielleicht an die im weiteren Umfeld oder die in der nächsten Etage sitzen oder so. Also ich habe ja dann auch mit vielen Leuten in einer Firma mit 1000 Mann wahrscheinlich gar keine Berührung. Weil die in einer anderen Abteilung arbeiten, mit denen ich nie was zu tun habe. Und trotzdem gehören die zu der Firma. Oder?
Ja, das sind wir beim Subsidiaritätsprinzip, wo man den kleinsten Nenner, nicht den größten Nenner, nicht Zentralisierung. Und wir haben jetzt eine Firma von 100.000 Mitarbeitern, die das aber wirtschaftlich total sinnvoll ist, weil wir brauchen viele Sachen nur einmal oder nur in kleinerer Ausführung, weil wir es darauf aufteilen. Aber der Mensch geht dabei verloren. Mhm. Es geht nur noch wieder um Zahlenwerk, es gibt um feste Vorgaben, es gibt geht um Taktung und nicht mehr über menschlich, wie wir schon hatten, über die Dynamik. Also wird es dann wieder statisch. Es wird dann wieder statisch. Mhm. Und die Kehrseite da jetzt mal als Beispiel. Der Unternehmensführer oder der Abteilungsleiter, woher kriegt er seine Wertschätzung? Also wir gucken jetzt immer aus dem vom Kleinen nach, oder von mal definiert von unten nach oben. Jetzt gucken wir aber mal von wieder auf Augenhöhe. Auch das sind Menschen. Mhm. Woher erhalten sie ihre Wertschätzung? Wie tue ich vielleicht als Mitarbeiter Wertschätzung meinem Chef gegenüberbringen? Und das ist nicht das darum, dass ich sage, ich war ja heute eine halbe Stunde eh länger da. Da sagt er ja, super. Das hast du auch als Überstunde aufgeschrieben, oder? Also, auch da für sich selbst nachfragen, warte mal. Was könnte das überhaupt sein? Das ist natürlich auch wieder individuell auf das Thema, in welchem Kontext ich beruflich gerade mal als Beispiel unterwegs bin, was dort möglich ist. Oder den Blickwinkel einzunehmen, zum Beispiel meines Abteilungsleiters, zu sagen, okay. Ne? Das ist, ja, also von der Beobachtung, von meiner Beobachtung her, ist das was gleichzeitig in beide Richtungen passiert. Also wenn ich jetzt nochmal meinen ehemaligen Chef nehme, der ein Interesse oder gefragt hat, wie ist denn die Stimmung? Ja, also der wirklich ein ehrliches Interesse daran hat, dass es den Menschen gut geht, dass die sich wohlfühlen, dass eine gute Stimmung ist. Das alleine aktiviert schon eine, das hat schon, also mir hat das schon eine Wertschätzung aktiviert dem Chef gegenüber. Klar, okay, ist die Frage, wie man das zeigt. Ja, indem man eben, wenn es mal eng wird, eben auch mal mehr als notwendig macht. Und ich glaube auch, dass wenn du selbstständig bist, hast du jetzt hier niemanden, wenn du alleine arbeitest, unter dir, über dir in dem Sinne, dann wird deine Wertschätzung darin definiert, dass du wahrscheinlich Anerkennung mit deiner Arbeit findest oder mit dem, was du tust oder dass da auch Leute freundlich auf dich zukommen und dich wertschätzen mit dem, was du machst und wie du es machst. Mhm. Ja, ich gebe noch mal kurz auf John aber ein. Richtig, wenn dein Imker Chef, ne, das signalisiert hat, wie geht's? Also wie ist das Gefühl, wie ist das Miteinander? Und dadurch entsteht auch Wertschätzung ihm gegenüber, ist das Spielball aber auch andersrum. Wenn der Arbeitnehmer oder der Handwerker sagt, Bauleiter, Mensch, was liegt denn an? Sind irgendwelche Sachen, die jetzt zwar jetzt nicht zu meinem Feld gehören, aber vielleicht kann ich dir einen anderen überhelfen oder dir eine Möglichkeit offenbaren. Also auch da wieder offen dem Gegenübertreten. Also jetzt dem Chef gegenüber sagen, ja, super, aber was liegen bei dir gerade für Themen an, kann ich dir... Ich habe gerade 5 Minuten meiner Pause als Beispiel. Die stelle ich dir als Zeit und wieder Lebenszeit, die stelle ich einfach zur Verfügung, weil du mir wichtig bist. Weil ich weiß, dass deine Arbeit auch wichtig ist, damit ich das tun kann, was ich tue. Und dann ist abzudaten. Kommt man da miteinander in positiven Schwung oder merkt man, das sind unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Wünsche oder Notwendigkeiten? Ich sage, okay, kann ich nicht das als Wunsch, keine Ahnung, ich bräuchte 3 Mitarbeiter mehr. Ich sage, ja, ich kann mich zwar umhören in meinem Bekanntenkreis, ob jemand einen Job sucht, ob er an sowas Interesse hätte, aber das, die kann ich nicht aus der Hand schütteln als Mensch. Ja. Aber der Austausch, das sind wir bei dir, Silke, der Austausch darüber, die Kommunikation, den anderen zu fragen, Mensch, wie wir es auch schon in anderen Sendungen haben, von was träumst du? Wertschätzung. Ja. Ja, ihr Lieben, Wertschätzung, von was träumt ihr? Lasst es uns wissen. Dürft auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr spezielle Wünsche habt oder Fragen habt oder wie auch immer an den SRB. Und unsere nächste Sendung kommt am 27. August. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Eine schöne Zeit.